Ja, hallo liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen wieder in Bischkek. Ja, wir haben jetzt Ende Januar nochmal einen kleinen Kälteeinbruch gehabt. Während ich jetzt spreche, haben wir also minus 23 Grad. Hinter mir ein eingefrorener Wasserfall in einem Garten hier von Bekannten bei mir. Und ich wollte aber trotzdem euch es nicht versäumen, euch noch ein paar Sachen zu zeigen, ein paar neue und ein paar alte. Ja, und wünsche euch viel Spaß. Ja, hier steht sie nun, die Minitrix 01150 mit Sound und Triebwerksbeleuchtung und allem drum und dran. Ich habe jetzt mal die Minitrix 001 mit Neubaukessel daneben gestellt. Ja, einfach nur mal nett zu vergleichen. Ja, hinten also jetzt die 001 Epoche 4 mit Neubaukessel, abgeschnittener Frontschürze. Und davor die neu erschienene 01150 Epoche 3 aus dem BW Hof. Da sieht man erstmal hier die Unterschiede am Kessel. Da sieht man nicht so genau. Ja. Beachte jetzt also die Dome und den Schornstein. Ganz typisch. Und die 01150 hat dann noch diesen Bretteraufbau auf dem Tender. Angehängt habe ich natürlich das entsprechende Minitrix-Set, das ich euch schon vorgestellt habe. Dieses D124 Epoche 3 mit dem BM-Wagen, die eigentlich sehr schön ausgefallen sind. Die Feuerbüchse flackert schon ordentlich. Kleiner Aussetzer wieder. So, also bergab hast du ja schon mal überhaupt keine Probleme, das war zu erwarten. Allerdings für eine 01 ist ein 5-Wagen-Zug auch ein Klacks gewesen. Das macht sie spielend hier mit unserem D124. Der ist übrigens auch irgendwie nicht in Ordnung, weil vorne hier in dem ABM sollte eigentlich eine Schlussbeleuchtung drin sein. Da leuchtet auch irgendwas, aber eine rote Schlussbeleuchtung ist eben nicht zu erkennen. Ja, also mit dem 5-Wagen-Zug hat sie eigentlich keine Probleme. Zumindest nicht, wenn sie im Flachland unterwegs ist oder. Haha, jetzt bleibt sie aber doch hängen. Mal gucken, was das ist. Ja, das ist hier irgendwo aufgesessen. Die kleinste Unebenheit bringt sie dann schon zum Halten, ne? So, jetzt jage ich sie mal durch die Kehrschleife und dann wollen wir mal probieren, wie es bergauf läuft. Und da ist übrigens in der Kehrschleife unten jetzt auch wieder eine fieser R2-Radius. Mal gucken, wie sie damit zurechtkommt. Oh je, sie kommt ohne Wagen. Jetzt muss ich mich mal auf die Suche begeben, wo die sind. Hier vorne der ABM, das war der Störenfried.
Dann der Kurzschluss eben an der Doppelkreuzungsweiche. Und jetzt geht es durch Radius 2a in eine 2,5% Steigung. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Kein Schleudern. Ja, die Loks sind jetzt ja vollgestopft mit Elektronik. Der Decoder mit Soundbaustein und Lautsprecher muss in den Tender. Die haben entsprechend wenig Gewicht und natürlich leidet darunter die Zugkraft. Haftreifen sind auf Tenderachse 3 und 4, aber nur einseitig, also einmal links und einmal rechts. Aber jetzt den D124, das Set zieht sie ohne weiteres weg, auch in der Steigung. So, die V90 soll mal die Fuhre abholen. So ein 5-Wagen-D-Zug, kein Problem für den V90, wofür sie eigentlich nicht gebaut war, sondern eben für das Verschieben von schweren Güterzügen. Ja, das hat geklappt. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir uns mal kurz die Triebwerksbeleuchtung anschauen. Mal schauen, ob ich sie gut einfangen kann. So, mit F4 kann man jetzt diese Triebwerksbeleuchtung einschalten. Ja, ein schönes Gimmick. Und mit F7 dann noch die Führerhausbeleuchtung. Nochmal ein Schwenk über die beleuchtete Stadt. Fazit ist, die 01150 ist ein nach meinem Dafürhalten absolut empfehlenswertes Modell. Man muss eben auch die Kritik, die in den Foren immer geäußert wird, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist ja meistens sehr nützlich alles. Aber da wurde gesagt, die Lok kann kaum sich selbst wegziehen, schafft kaum 2-3 Wagen und würde in der Steigung mit Anhängerlast eben verhungern. Das stimmt definitiv nicht, das habt ihr ja gerade gesehen. Also den 5-Wagen-Zug, den Minitrix dazu rausgebracht hat, hat sie ohne Probleme in der Ebene sowieso, aber auch in der Steigung jetzt hier 2,5% bewältigt und damit kann ich leben. Wer natürlich jetzt eine Anlage hat und sich es leisten kann, mit 10 Wagenzügen eine Steigung hochzufahren oder in eine Wendel rein, der wird Probleme bekommen mit der Lok. So, und jetzt nochmal ein kleiner Spaß aus der beliebten Reihe, finde den Fehler. Jo Leute, das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich ihn auch nur mal von der anderen Seite gesehen, aber das ist echt der Hammer. Gut, sowas passiert wohl heutzutage. Da sind mal eben die kleinen Lüftungsschiebefensterchen verkehrt rum eingebaut worden. Thank you.
Ja, hier steht sie nun. Die gealterte 042. Ich muss sagen, die Alterung ist ziemlich stark ausgefallen. Das ist also die alte 042 von Minitrix. Wie gesagt, umgerüstet auf digital. Und dahinter steht jetzt die Neuerscheinung von diesem Jahr. Ja, das Motorengeräusch ist relativ hochfrequentiert. Und falls ihr es jetzt seht, der Tender ist ein bisschen schräg gestellt bei Rückwärtsfahrt. Ja, seht ihr es? Also ist auch in den Foren schon diskutiert worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei der 41 oder 042 jetzt war. Aber bei Rückwärtsfahrt stellt sich die Lok ein bisschen schräg. Also das ist natürlich ärgerlich. Ihr seht das nochmal aus der anderen Perspektive. So steht sie im Gleis, wenn sie rückwärts fährt. Das ist natürlich nicht so gut. An die 042 habe ich jetzt mal einen Güterzug rangehängt. Ein bisschen Zugkraft testen. Hier hinten natürlich die Muldenkipper von Fleischmann, die neuen. Und die Hochbordwagen sind kein Problem. Der Güterzug ist recht kurz, aber hier das Set mit den nur noch fünf, einer ist mir kaputt gegangen, Röhrentransportwagen von Mannesmann. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, die sind äußerst schwerläufig. Und jetzt mal gucken, ob sie damit Probleme hat. Ich glaube nicht. Da hat sie keine Probleme. So, jetzt geht es mal in die Kehrschleife und dann probieren wir mal die Steigung. So, jetzt geht's hoch in die Steigung. Scheint kein Problem zu sein. Die Kältewelle ist inzwischen überstanden. Wir hatten ja teilweise die letzte Januarwoche bis zu minus 30 Grad. Die halbe Stadt saß in ihren kalten, eisigen Wohnungen, weil das Heizkraftwerk zum großen Teil ausgefallen war. Ja, inzwischen ist es aber zum Glück wieder besser geworden. Die Temperaturen sind gestiegen. So, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.